Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und Rainer Braun ist ja jetzt auch aus den Winterferien vorbei. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja noch euren Lieblingsprofessor am Start, der natürlich heute wieder eine kleine Vorlesung hält. Und lange haben wir es ja angekündigt. Wir müssen ja noch zu den motorischen Highlights kommen. Und heute ist es endlich soweit. Teil 1 der Highlights des Motorenbaus mit Professor Fritz Indra. Hier ist er. Hallo. Grüß Gott. Herr Professor, man sieht, in Österreich ist der Lockdown so ein bisschen gelockert worden. Sie waren beim Friseur. Ja, mit Test natürlich. Ja, der Friseur hat offen und wir haben einen Stammfriseur und der hat uns früh drangenommen. Ja, da haben Sie Glück gehabt. Also das Glück ereilt uns jetzt noch nicht. Ich glaube, jetzt bei uns dauert es noch bis März. Aber gut, das ist das Schicksal. Jetzt hoffen wir mal, dass die Zahlen weiter runtergehen. Und heute gehen die Zahlen richtig hoch, nämlich bis zum 16-Zylinder. Aber wir fangen doch mal an. Wir wollen ja ein bisschen über die motorischen Highlights reden. Und was macht eigentlich ein Highlight-Motor aus? Naja, wir reden hier über das, was am Markt ist und was eventuell das, was am Markt ist, verdrängen könnte. Und das würde dann ein Highlight sein. Mhm. Und die Aufgabenstellung ist natürlich, ein Produkt so zu entwickeln, dass es besser ist, dass es umweltgerechter ist, dass es nachhaltiger ist als das, was am Markt ist. Mhm. Und wenn wir uns heute, jetzt sind wir heute natürlich schon wieder bei den Autos oder bei der Antriebstechnik, muss man jetzt sagen, also nicht nur Verbrenner, wenn wir uns heute den Markt anschauen, den es da eventuell mit einem Highlight zu überbieten gibt, so stellen wir fest, dass wir auf der Welt 1,5 Milliarden Fortbewegungsmittel haben, zu Land, zu Wasser und in der Luft, die alle fast ausschließlich mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Und wenn jetzt irgendwas Neues kommt, müsste das, was der Verbrenner hier kann in diesen 1,5 Milliarden Anwendungsfällen, besser sein. Das heißt, es müsste vom Nordpol bis in die Wüste, es müsste bei totaler Kälte, es müsste im Stau 16 Stunden im Stau stehen. Das muss es auch können. Da ist mir eigentlich in gleicher Geschichte eingefallen, ein Auto mit Verbrennungsmotor braucht im Stau, also wenn es steht, im Leerlauf etwa 0,5 Liter Sprit. Ja. Das heißt, wenn er 20 Liter im Tank hat, kann der 40 Stunden im Stau stehen, auch bei tiefer Kälte. Und es ist immer noch warm im Auto. Und das ist halt auch zum Beispiel so ein Kriterium, das jetzt gerade im Winter wieder aufs Tapet kommt. Und deswegen fragt man sich immer, wo ist denn jetzt das nächste Highlight? Momentan prasselt es wieder ein bisschen rein auf die Elektromobilität. Die Autos stehen bei den Gebrauchten, bei den Händlern, sind praktisch nicht verkaufbar. Das Thema Sicherheit kommt wieder hoch, auch in China. Also es gibt viele Baustellen, die dann noch zu bewältigen sind. Und das wird sehr, sehr schwierig sein. Warum ist das Thema überhaupt so aktuell bei uns? Das hängt mit diesen wahnsinnigen Förderungen zusammen. Wir sollten immer global denken, wenn wir von Highlights reden. Wenn wir uns global das anschauen, dann ist es halt so, dass da die Verbrenner total dominieren. Und global ist es so, dass es bei der einzigen Alternative, die es vielleicht gibt, beim Elektroauto USA 12% zurückgegangen ist. Das ist ja in China ist es ungefähr gleichbleibend. Und bei uns ist es halt so aktuell und wird immer wieder geschrieben, weil die Politik es will und es gnadenlos fördert. 650 Millionen in Deutschland, 60 Millionen in Österreich, Schweden, Norwegen, alle fördern wie verrückt. Und irgendwann einmal muss die Förderung aus sein. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und irgendwann muss ein Business Case werden, um ein Highlight zu werden. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Es ist tatsächlich, man muss das Ganze erstmal zum Laufen bekommen. Wir bekommen ja immer viele Mails und viele Kommentare unter unsere anderen Videos. Und es war ja auch so, dass anfänglich auch der Sprit nur in Apotheken verkauft wurde.
Ja. Die Autos noch sehr, sehr am Anfang standen und dann hat sich das durchgesetzt. Aber es war ja auch schon mal damals so, dass Elektroautos auf der Straße rumgefahren sind, allerdings noch mit Bleiakkus. Ne? Komm gleich dazu. Okay, alles klar, ich will nichts vorweg. Ganz vorne an. Ja, fangen wir, okay. Der Wunsch des Menschen nach der möglichst freien Fortbewegung ist absolut ungebrochen. Und ja. Er war immer schon da. Ja. Und es gab schon zum Beispiel im Jahr 1769 einen sogenannten Dampfwagen. Das war das erste Automobil, das eben mit einer Antriebstechnik selber fahren konnte. So, und man hat natürlich immer einen gebraucht, der das Ganze warm gemacht hat, der gefahren ist. Es war nur nichts zum Selberfahren für den Eigentümer. Fällt mir übrigens ein, wissen Sie, warum der Chauffeur Chauffeur heißt? Nee. Nicht? Nee. Das stammt aus dieser Zeit. Chauffeur heißt Warmmacher. Okay. So französisch, ne? Aha. Und der Mann, der dieses Dampfauto da warm gemacht hat, angeheizt hat, der hieß Chauffeur. Und dieser Name hat sich fortgeht, und das waren lange Zeit, waren die Chauffeure auch immer tolle Mechaniker, weil die Autos oder die Motoren natürlich sehr anfällig waren am Anfang. Also der musste auch reparieren. Also das ist jetzt der Chauffeur. Okay. Und das erste war also dieses Dampfauto. Und gab es natürlich nicht viele, aber immerhin, jetzt fuhr er mal von selber. Und dann hat der Nikolaus Otto 1886 den Verbrennungsmotor erfunden. Der tat sich wahnsinnig schwer, weil der arme Chauffeur auch immer dieses Ding ankurbeln musste. Und deswegen war das natürlich auch kein selbstfahrendes Auto. Und dann gab es unglaublich viele Pferdefuhrwerke, auch für Schiffe, wenn Sie in Frankreich denken an die Kanäle mit den Treidelpfaden, die haben immer die Schiffe gezogen. Also es war unglaublich, immer musste man transportieren, aber es ist gar nicht so lange her. So, und um 1900 in New York, da gibt es eine Aufzeichnung, in New York wurden jeden Tag 11.000 Tonnen Mist entsorgt und 270.000 Liter Urin, weil es so unglaublich viele Pferde in den Städten gab. Und Sie können sich vorstellen, was das für einen unglaublichen Gestank auch gemacht hat. Ne? Ja. Und dann kamen schon die Elektroautos. Und in New York gab es dann zu dieser Zeit 40.000 Elektroautos. Die haben zumindest ganz anders gestunken damals noch. Aber sie fuhren ein bisschen rum. Und auch Busse gab es schon, die elektrisch fuhren. Übrigens habe ich jetzt gelesen, dass in Ihrer Stadt da oben die Elektrobusse von den Verkehrsmitteln alle liegen bleiben bei den tiefen Temperaturen. Ja, das ist ja gerade. Aber das sind die Busse, die Oberleitung haben, oder? Nein, die einfach so rumfahren, rein elektrisch. Und so, wenn die dann noch heizen müssen, und Sie wissen ja, bei tiefen Temperaturen funktioniert das nicht so toll. Ja. Temperaturen. Und na gut, auf alle Fälle gab es ganz viele Pferde, auch in Wien, in allen Großstädten waren halt die Pferde vorrätig. So, und dann kommt das Jahr 1911, da sind wir jetzt dort, wo die Firma Cadillac den Anlasser erfunden hat. Das heißt, die Verbrennungsmotoren mussten nicht mehr mit der Kurbel angekurbelt werden vom Chauffeur, sondern konnten per Knopfdruck zum Laufen gebracht werden. Und seit damals ist es dieser unglaubliche Highlight, der Siegeszug der Verbrennungsmotoren. Und es gab am Anfang wahnsinnig viele Probleme natürlich. Es war immer schon so, zeige ich Ihnen dieses Bild hier, dass der Motor selber war immer dem Auto wahnsinnig voraus. Sie sehen, dass dieses Auto zum Beispiel vorne überhaupt keine Bremsen hat. Ja, stimmt, das war ein Rennfahrzeug von der Firma Opel. Aha. Und noch interessanter ist der Motor hier. Da sieht man, was es für unglaubliche Schwierigkeiten zum Beispiel gab zu schmieren. Das Pleuel hatte hier unten so einen Fanghaken. Und wenn es sich gedreht hat, ist es unten in so einen kleinen Ölsumpf eingetaucht, hat sich so einen Schluck Öl genommen. Und so wurden früher die Pleuellager geschmiert. Aber Sie sehen schon ganz moderne Dinge. Der hatte zum Beispiel vorne und hinten schon Rollenlager.
Ah, okay. Und er hatte schon zwei Ringkolben, heute ganz modern. Aha. Die sehen daran, dass man von der Verbrennung überhaupt nichts verstanden hat, weil die Zündkerzen, die steckten da von der Seite drin. Ja, okay, okay. Sicherheitshalber hat man immer zwei, drei, es gab sogar vier Zündkerzen pro Motor, aber ein Vierventiler schon. Da oben haben so schön die Federn rausgeschaut, die konnte man sehen, wenn der Motor lief, wie die so hin und her gesprungen sind. So, und vier Ventiler und Monoblock. Das heißt, Zylinder und Kopf in einem gegossen. Man glaubt es nicht, aber man hat damals die Verschraubung nicht beherrscht. Aha. Und man hat die Dichtung nicht beherrscht. Es ist ja knapp bisschen mehr als 100 Jahre nur her. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell dann diese Entwicklung ging. Ne? Ja, wir sehen auf diesem Bild auch die immer wieder angesprochene Königswelle, die jetzt von der Kurbelwelle da hinauf die Nockenwelle antreibt. Also es sind an diesem Motor sehr viele schöne Details. Es war, wie gesagt, 1913, gar nicht so lange her. Also was hat der für Eckwerte, wie viel Leistung hat der Motor? Und da unten steht das. Ja, 108 PS. Der hatte 108 PS. Wir kommen dann später noch auf die Literleistung zu sprechen. Ja, er hatte immerhin 4,5 Liter Hubraum. Und er hat natürlich nicht hochgedreht, eh klar. Ja. Weil mit dieser Schmiererei ist das natürlich ganz schwierig. Und die Verbrennung, aber die liefen schon, diese Motoren, haben natürlich auch fürchterlich gestunken. Und den Sprit hat man dann schon nicht mehr in der Apotheke holen müssen, sondern wir hatten diesen Motor bei Opel, als ich noch dort war, mal gefunden, irgendwo in einer Ecke, haben ihn total zerlegt, haben ihn wieder zusammengebaut und auf den Prüfstand genommen. Und daher stammen diese Zeichnungen und auch die Leistungswerte. Es ist hochinteressant, wenn man sich diese alten Dinge anschaut und dann lernt, was es vor gar nicht so langer Zeit für unheimliche Probleme gab bei den Verbrennungsmotoren, um die zum Laufen zu bringen. Was war da so ein Problem, an das Sie sich erinnern können? Wenn zum Beispiel die Schmierung. Ne? Die Schmierung, ja. Okay. Wenn der jetzt die Kurve fährt und da unten in dem kleinen Ölsumpf ist kein Öl, dann kriegt er vielleicht für ein paar Umdrehungen keine Ölschmierung für sein Pleuel. Ja. Und dann ist schnell einmal Schluss. Ne? Haben Sie den Motor gleich zum Laufen bekommen eigentlich? Was nimmt man da eigentlich für ein Öl? Also muss man da erstmal rechnen? Oder nimmt man so ein besonders dickes Öl oder ist das wurscht? Ganz egal. Die Öle waren natürlich damals auch nicht so toll. Ne? Eben. Ja, aber wir haben halt das Öl genommen, was es jetzt gibt. Aber es war eine sehr schöne Geschichte. Ja. Und wie gesagt, haben wir das genau untersucht. Und dann, wie heißt es schön, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Es ist gut, wenn man sich sowas immer wieder vor Augen hält, was es da für fürchterliche Probleme gab. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich beim ersten Motor, den wir genauer besprechen wollen. Das ist Bugatti. Ja. Und wir besprechen jetzt einmal die ersten und dann besprechen wir den letzten. Also die ersten waren alle Vierzylinder und die letzten sind jetzt alle 16-Zylinder. Und der Bugatti war ein begnadeter Konstrukteur. Er hat ja, was ich auch neulich gelernt habe, auch einen U-Motor gebaut. Also es gibt V-Motoren, es gibt W-Motoren und es gibt auch einen U-Motor. Und der U-Motor, da stehen zwei Motoren, zwei Reihenmotoren parallel nebeneinander. Jeder hat natürlich seine eigene Kurbelwelle. Ach, die sind aber verbunden mit Zahnrädern. Okay. Also das ist ein Highlight, das hat auch einmal... Highlight ist es nicht, weil er ging nie in Serie, aber es ist zumindest interessant zu sehen, was den Leuten damals eingefallen ist, um Antriebe noch stärker zu machen und dem Wunsch des Menschen auch immer schneller zu fahren, entgegenzukommen. Das ist ja fast ein Bimotor eigentlich, ne? so ein Doppelmotor. Also mit zwei Kurbelwellen, das sind ja fast getrennte Motoren, wenn man so will. Ja, ja. Es gibt auch im Flugbereich ist wieder so ein Ansatz, dass man zwei Motoren, man braucht ja nicht immer in einem Flugzeug die volle Leistung und dann könnte man den einen, die dürfen dann nicht fix miteinander verbunden sein, sondern über Kupplung, dass man nur zum Starten mit einer Bank fährt und dann, wenn man oben ist, also nur zum Starten mit zwei und wenn man oben ist, dann nur mit einer Bank. Ne? Ja, okay. Flugmotoren ist ja auch so ein spannendes Thema. Müssen wir vielleicht auch nochmal drauf kommen. Jetzt bleiben wir bei Bugatti. Bleiben wir bei Bugatti. Bugatti hat gleich einmal angefangen mit einem Dreiventiler.
Ich zeige hier dieses Bild, das ist auch ziemlich interessant. Wir sehen vor allem, dass der Zylinderkopf bei Bugatti genauso schmal war wie der Block. Mhm. Das geht dann, wenn er nur eine Nockenwelle hat. Er hat nur eine und da ist wieder die berühmte Königswelle. So, aber das ganz Interessante ist, wie hat der Bugatti jetzt mit einer Nockenwelle, und er hat sich gesagt, ich stelle die Ventile gleich parallel. Man musste ja von unten, weil das ein Monoblock war, musste man von unten arbeiten. Und so. Wenn die Ventile jetzt oben schräg stehen, ist das besonders schwierig. Ja. Deswegen hat der Bugatti gesagt, schlauer Kopf, ich mache einen Parallelventiler. Im Prinzip sind alle Dieselmotoren Parallelventiler. Und er hat hier die Ventile tatsächlich parallel gestellt. Deswegen ist der Kopf auch so schmal. Ne? Das ist der Trick. Und die schauen auch ganz toll aus, die Motoren. Ja. Jetzt ging es darum, wie kann man denn die Ventile da betätigen? Und da gibt es das berühmte Bananengleitstück. Also hier haben wir die Nockenwelle. Das sind so Bananenstücke, ja, die da im Kopf drinnen waren. Und über diese Bananenstücke hat er nun das Ventil darunter gedrückt oder die Ventile. Und das ist nie gebrochen. Aber wahrscheinlich schon. Das, ja, das bricht nicht, aber wahrscheinlich ist es auch nicht gescheit geschmiert. Naja. Da oben, oder es gibt ja auch da immer Relativbewegungen, wenn das da runterfährt oder da oben. Also das war damals halt nicht so, dass die Motoren so lange gehalten haben, wie das heute der Fall ist. Also Bugatti war schon was ganz Besonderes. So, und das Image, das er hat, aufgebaut hat schon damals, das hat dann irgendwann einmal auch VW erkannt, der Herr Pirch, und hat ja diesen Namen Bugatti wieder aufleben lassen. Und jetzt sind wir am oberen Ende der ganzen Skala. Der 16-Zylinder ist natürlich ein Highlight, obwohl er wahnsinnig kompliziert ist. Was hat er? 64 Ventile, kann das sein. Er ist wahnsinnig kompliziert. Und es ist auch kein W-Motor, wie man ihn bei VW nennt. Vielleicht hat man das zu Ehren vom Herrn Pirch gemacht, sondern es ist ein V-Motor. Es ist ein V-Motor, der aus zwei VR-Motoren zusammengestellt ist. Hat auch nur eine Kurbelwelle natürlich. Und der ist so eng konstruiert, damit er nicht allzu groß wird und damit er auch in die Autos reingeht, dass die Toleranzen so klein sind, dass man die Bearbeitung immer im selben Temperaturfenster machen muss. Das heißt, Sie können jetzt nicht eine Kurbelwelle bei minus 10 Grad bearbeiten und dann den Motorblock, wo der reinkommt, bei plus 20. Was okay, normal ist, dass man halt nicht temperieren muss. Aber bei dem Motor sind die Toleranzen so eng. Das Pleuel ist ja auch nur 14 mm breit unten am Fuß, wo sind nur 14 mm. Und dann sitzen noch zwei nebeneinander auf einer Kröpfung. Und diese Toleranzeinengung ist unglaublich. Macht die ehemalige Firma Schrick, die zur AVL gehört. Also die Bearbeitung alleine ist ein Meisterwerk. Mhm. Und dieser Motor hat zunächst einmal, Pirch wollte ja, dass er über 1000 PS hat. 1001 musste er haben. Ja. Und dann hat man ihm gesagt, warum? Er hat gesagt, er hat ja auch ein 1-Liter Auto, und das nur ein Liter Sprit verbraucht auf 100 Kilometer. Das hat er sehr clever gemacht, weil er gesagt hat, warum braucht man halt überhaupt noch so einen Motor? Bugatti 16, sondern er hat gesagt, wir haben auch ein 1-Liter Auto. Und damit war die Diskussion beendet. Nun, war sehr clever gemacht, muss man schon sagen. So, und dieser 16-Zylinder-Motor ist unglaublich kompakt. Wie gesagt, ist die Bearbeitung extrem schwierig. Und interessanterweise ist die Literleistung gar nicht so hoch, weil dieser Motor hat ja den unglaublichen Hubraum von 8 Liter. Und die Literleistung war ja immer schon ein Maßstab für die Motorenentwickler, und die Literleistung ist ja unglaublich angestiegen. Ich habe mir das da irgendwo aufgeschrieben. Ja, dieser Opel-Motor, den ich vorhin gezeigt habe, der hat eine Literleistung, also auf den Hubraum von einem Liter bezogen, von 24 PS.
mehr war damals einfach nicht drinnen. So, und jetzt kommt dieser 8 Liter 16 Zylinder, der 1001 PS hatte, der hat eine Literleistung von 125 PS pro Liter Hubraum, was ganz gut ist, aber überhaupt nichts Außergewöhnliches ist. Das ist ja ein aufgeladener Motor. Für einen Saugmotor ja, natürlich. Ne? Der Opel-Motor war nicht aufgeladen, natürlich. Nee, genau. Aber auch Saugmotoren, die kommen ja auch auf irre Literleistung heutzutage schon. Übrigens war Bugatti einer der allerersten mit Aufladung. Mhm. Er hat damals natürlich, Turbolader gab es noch nicht, er hat damals einfach diese Kompressor, diese Rutsgebläse verwendet, um seinen Motoren mehr Leistung zu kriegen. Mhm. Meistens wurde dann auch noch der Vergaser vor dem Kompressor angeordnet, damit er das Ganze ein bisschen kühlt. Also Bugatti war da auch ganz vorne mit dabei bei der Aufladung. Damals, wie gesagt, noch mit mechanischem Kompressor. So, diese 1001 PS sind also überhaupt nichts Aufregendes. Und dann hat man diesen Motor jetzt noch auf 1500 PS eine neue, also aufgeblasen mit mehr Ladedruck natürlich und allem, was man braucht. Und jetzt kam er auf eine Literleistung von 187 PS pro Liter, was komischerweise immer noch nicht top ist, weil ein Highlight ist ein Motor von Mercedes AMG, ein Vierzylindermotor, der hat 211 PS pro Liter Hubraum. Das heißt, der 2-Liter-Motor hat 422 PS aus 2 Liter Hubraum. Wahnsinn, ne? Da hat man früher 12 Zylinder gebraucht mit 5, 6 Liter Hubraum, um das zu machen. Und das kann man heute mit einem 4-Zylinder-Motor machen. Und Daimler oder wie Mercedes-Benz soll es ja bald wieder heißen, ne? Die machen das mit einem 2 Liter Hubraum. Und der hat jetzt, wie gesagt, mehr Literleistung als dieser 1500 PS Bugatti. Wobei, wenn Sie mir beide hinstellen, ich würde mich trotzdem für den Bugatti entscheiden. finden Sie denn Literleistung ist dann so ein Kriterium? Ich finde das, oder mich hat das immer fasziniert. Ich kann mich daran erinnern, beim BMW M3, bei dem E36 oder E46, ja. 321 PS aus 3,2 Litern gehabt, was ja damals für Saugmotoren war ja immer so die Schallgrenze 100 PS pro Liter. Ich kann mich für solche Motoren wahnsinnig begeistern. Ich bin ja immer aufgeladen, ja, weiß ich nicht. Ich meine, je mehr Ladedruck, desto mehr Rums kriegt man da irgendwie auf den Deckel. Faszinieren Sie solche Motoren, die einfach nur exzessiv aufgeladen werden? Nein, es ist so auch so, das sieht man auch am Porsche, es gibt immer wieder Kunden, die wollen. Ein aufgeladener Motor kann nie so spontan im Ansprechverhalten sein als ein Saugmotor. Und manche Leute lieben mich. Ich liebe das auch, wenn ein Motor oder ein Fahrzeug unmittelbar anspricht auf mehr Leistung oder was auch immer. So, und das geht mit einem Turbomotor nicht. Das ist auch in der Formel 1 ein Problem. Wenn der Fahrer Gas gibt nach der Kurve, da tut sich nicht sofort was. Das ist alles mit einer gewissen Verzögerung verbunden, weil dieser Ladedruck ja immer erst aufgebaut werden muss. Und das ist bei einem Saugmotor nicht so. Ne? Und dieser BMW M3-Motor, von dem Sie sprechen, der hatte übrigens einen Motorblock aus meinem Lieblingsmaterial, Vermicular-Graphit-Guss. Der hat nur einen Zylinderabstand von 90 mm. Okay. Sind es 90 oder 91? Ich weiß. Um Gottes Willen. Es wird Kommentare hageln. Ich weiß es. BMW hat 91. Okay. Mercedes hat jetzt 90 und VW hat 88 mm Zylinderabstand. Also VW hat im Prinzip die kleinsten Motoren in dieser Nomenklatur. Mhm. So, und dieser BMW-Motor, der mit sehr wenig Zylinderabstand diese 3,2 Liter macht, das ging nur mal mit einem Motorblock. Nicht Aluminium, sondern Vermicolaguss, weil dann einfach die Steifigkeit dieses Bloches mit Aluminium nicht groß genug ist. Und deswegen hatte dieser Motor, ich glaube, es gibt ihn, nein, den gibt es ja gar nicht mehr. Leider nicht. Ne? Das war ja, ein toller Motor, aber schafft auch die Abgaswerte nicht mehr. Aber. Ja, das war sicher ein Highlight-Motor, das kann man schon gut sagen. Ne? Und so ist es heute. Ein Highlight muss immer eine Besonderheit haben, die ihn besonders auszeichnet. Für uns Laien, also
Für uns Laien ist ja immer eine Sache, finde ich immer so toll, die hört man auch immer mal wieder. Der Formel-1-Motor bei BMW, der Vierzylinder-Turbo, der aus ausgebrannten Serienblöcken bestand. So hieß es ja am Anfang immer. Ne? Die haben sich dann gesetzt und die sind heiß und kalt gewesen und dann haben sie nicht mehr verformt, dann hat man die hergenommen. Sowas finde ich, das sind so faszinierende Kleinigkeiten, die man da immer hört. Ne? Ja, das Tolle ist, dass das in ihren Köpfen, in ihrem auch, hängen bleibt. Ja. Weil das klingt so logisch, ob das wirklich gestimmt hat. Also ich habe gehört, das war nur ganz kurz so. Ich weiß nicht, wer hat mir das erzählt? Irgendjemand da aus der Motorengeschichte, der hat gesagt, die haben das tatsächlich anfänglich genommen, aber irgendwann hast du ja nicht so viele Schrottautos, dass man da die Formel-1-Blöcke hernehmen kann. Aber es war wohl anfänglich, vom Material her, war das so eine geniale Idee vom Paul Roschke. Ja, aber der hat auch viele Motorblöcke gebraucht, weil der so oft kaputt gegangen ist. Ja, das dem hat man ja nachgesagt, eine Leistung von bis zu 1400 PS. Ja. Also unglaublich, das waren ja, was waren das, 1,5 Liter Motoren. Ja. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die hatten ja diese Motoren, damals hatten ja auch den höchsten Mitteldruck, den es überhaupt gab, so mit 52 Bar. Das ist ja der Druck, der im Mittel auf den Kolben wirkt. Also ihre Leistungen, und sie hatten natürlich auch den allerbesten Sprit damals von der BASF. Und deswegen konnten sie da im Notfall noch immer mehr Ladedruck machen. Aber es war immer an der Grenze des Kaputtgehens. Und ich muss nochmal wiederholen, BMW wurde nie Markenweltmeister. In diesem Jahr, wo die ganz gut waren und wo Piquet ja gewonnen hat als Weltmeister, hat Ferrari die Markenweltmeisterschaft gewonnen, weil sie stabiler waren. Die sind nicht so oft ausgefahren. Ja. Aber der BMW-Motor ist, wie man sieht, auch so ein Highlight. Wir müssen übrigens dann in der Folge noch eine Spezialsendung machen zu dem Thema Rennmotoren und Highlights. Unbedingt. Da gibt es ja auch. Aber ich schöne den auch an meiner Frage eben, ich schwank da immer so ein bisschen hin und her, was für mich ein Highlight ist. Ich kann mich komischerweise, das ist ja jetzt mal so gekommen, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Es heißt ja immer, das Füllungsvolumen pro Kolben sind 500 Kubikzentimeter, das Optimum. Oder das wurde jetzt irgendwann mal festgelegt. Vier Zylinder sind 2-Liter-Motoren, 6-Zylinder sind 3-Liter-Motoren und die werden aufgeladen, um der Umweltanforderung gerecht zu werden. Und ich finde, diese Motoren, diese 4-Zylinder, 2-Liter-Motoren, die es von, sagen wir mal, 110 PS bis 400 irgendwas PS gibt, für mich lässt da irgendwann die Faszination nach, weil ich denke, man macht das einfach über mehr Kühlung, mehr Ladedruck und das ist einfach viel, viel Geld oder wenig Motor fürs Geld, ne? Also die besteht dann hauptsächlich aus Marge. Ich kann mich tierisch aber trotzdem begeistern für den 1,5 Liter 1500 PS Motor von BMW oder für den Bugatti 16 Zylinder, ne? So, ja. Aber keine Ahnung, wo für mich da die Grenze ist, dass ich mich für Motoren begeistern kann. So, das. Ja, aber das passt genau eben zu dem Thema Highlight. Und ja. Jetzt noch einmal zu dieser Literleistung zurück. Also wir sehen, dass dieser 16-Zylinder schon ein Highlight ist an sich, aber dass er in der Literleistung eben, weil es so ein komplexes System ist, diese VR-Motoren, die Zylinder sind eben um 15 Grad gegeneinander versetzt, um ihn kürzer zu machen. Und dadurch hat man zwei verschiedene Brennräume mit unterschiedlicher Brennraumform für eine Reihe. Und es sind auch die Kanäle, die Einlasskanäle und Auslasskanäle sind immer unterschiedlich lang. Und wenn man einen optimalen Rennmotor macht, dann schaut man, dass alle Zylinder genau gleich bedient werden. Also die müssen alle gleiche Saugrohrlänge haben, gleiche Auspufflänge, sie müssen gleiche Füllung haben, sie müssen dieselbe Brennraumform haben. Nur dann kommt man zu den absoluten höchsten Literleistungen, und das hat eben Mercedes gezeigt oder Mercedes AMG gezeigt mit diesem 2-Liter-Motor, der, wie gesagt, diese unglaubliche Leistung von 422 PS stabil, also mit dem kann man fahren, das Auto kann man kaufen und der geht nach menschlichem Ermessen auch nicht kaputt. Also es hat sich bezüglich Literleistung vom Anfang an, vom Opel Rennmotor bis heute, Unglaubliches getan. Und das ist mit ein Thema, was zu Highlight gehört. Was hatte Ihr Alpina-Motor damals für eine Literleistung? Sie haben ja da den Turbolader drauf appliziert. Auf den das war damals auch ein Highlight. Mhm. Das kann man ruhig sagen, weil es gab ja nur den Porsche 911 Turbo.
der hat erst 3 Liter, 270 PS. Und wir hatten uns bei Alpina vorgenommen, aus 3 Liter Hubraum 300 PS zu machen. Das heißt dann 100 PS Literleistung, ne? Logischerweise. So, und das ist auch gelungen. Aber es ging auch nur deswegen so gut, weil ein rein Sechszylinder besser für die Aufladung geeignet ist als ein Boxermotor mit seinen weit auseinanderliegenden Zylindern. Und dann muss man bis zum Turbolader. Ich glaube, das Thema hatten wir schon. Also man zweite Turbo braucht. Ne? Ja. Also es sind auch immer gewisse Voraussetzungen von der Motorkonstruktion her müssen gegeben sein, damit man wirklich ein Highlight machen kann. Und mit dem VR16 ist das Highlight nicht die Leistung, sondern ist die unglaubliche Kompaktheit, die er hat. Und vor allem die Bearbeitung, also ich weiß nicht, was so ein Motor kostet. Es ist jedenfalls unter. Es gibt ja auch, glaube ich, irgendwo ein Video, wo man sieht, wie man den zusammenbaut und so. Ich kann Ihnen eine gute Geschichte erzählen. Also, weiß nicht, aber das hat mir ein Freund von mir, der hat mal nach dem Studium bei VW gearbeitet am Prüfstand, am Motorenprüfstand. Und ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber die haben wohl ganz viele Prüfstände nebeneinander. Und da wurde gerade der erste Bugatti 16-Zylinder-Motor entwickelt. Und der allererste fertig zusammengebaute Motor, der sollte auf den Prüfstand geschoben werden. Und er saß da und hat da seine Motoren appliziert und hat dann auf einmal einen riesen Doverboho hinten auf dem Gang gehört. Und dann hat er gedacht, muss ich mal gucken, was da los ist. Und da waren die Ingenieure, die den 16-Zylinder zum Prüfstand geschoben haben, auf so einem Wagen mit so Rollen dran. Ja. Die haben den geschoben und die vorderen 2 Rollen sind abgebrochen und der Motor ist auf den Kopf gekippt. Das war der erste Motor. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte bekannt ist oder ob man die erzählen darf, aber ich nenne jetzt mal keinen Namen. Aber er sagt, da war also große Panik, weil natürlich Pirch wahrscheinlich auf Ergebnisse gewartet hat und der Motor leider anhand von 2 Rollen zum Reinschieben nicht ganz den Prüfstand erreicht hat. Leicht war er sicher nicht, aber wenn man das wieder bezieht auf Hubraummotorleistung, war er sicher im Spitzenfeld, weil er so viel Leistung hat und relativ leicht war. Also es ist jedenfalls ein Highlight-Motor, das ist so der Fall und wird wahrscheinlich der letzte sein, den es da gibt. Und es ist ja bei den ganz großen Motoren. Ja, und es ist ja unglaublich, wenn man die Werte liest, was der Bugatti-Motor an Kühlung benötigt. Ne? Ja. Also das wird Ihnen noch mehr sagen. Man liest das natürlich immer und kann es aber gar nicht ins Verhältnis setzen, wenn man keine Ahnung hat, sowas, was normale Motoren brauchen. Aber ich lese dann immer, dass der eigentlich gekühlt werden muss oder eine heizende Abwärme hat, um 2 Einfamilienhäuser oder was zu betreiben oder ja, so. Oder aufzuheizen. Keine Ahnung wie viel. Aber das waren unglaubliche Zahlen, die man da immer lesen kann. Ja, das Kühlungsproblem ist immer ein Thema. Vor allem, wenn der Motor dann hinten sitzt, wie bei dem Bugatti als Mittelmotor, dann müssen die Kühler natürlich vorne sein, dann gibt es lange Leitungen dazwischen und dann jetzt braucht man vorne riesige Ventilatoren und viel Strom, um die auch dauernd laufen zu lassen. Also Kühlung ist sicher ein ganz großes Thema. Das finde ich auch faszinierend, das hat mir auch mindestens erzählt, der Thomas Pscher, der war ja damals bei Bugatti, genau, der hat gesagt, das war dieses Thema, den Motor zu bauen, ist vielleicht gar nicht so das Problem, aber den Motor auf die VW-Qualitätskriterien abzustimmen, dass der in Tokio im Stop-and-Go über 3 Stunden lang laufen kann, bei 40 Grad Außentemperatur, das ist dann das Problem. Ne? Das ist bei der Formel 1 oder sowas, da sind die Autos, die dürfen nicht lange stehen oder die stehen auch nicht lange, werden die ganze Zeit im optimalen Fenster betrieben, aber der Bugatti, den muss die Oma zum Einkaufen fahren können und das ist wirklich faszinierend eigentlich. Ne? Ja, und ich habe es ja vorhin erwähnt, das ging nur bei dem so komplizierten Motor durch die Bearbeitung unter gleichen Temperaturverhältnissen. Das ist auch so irre, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja spannend, dass man das so zusammenbekommt. Ja, das ist wie in einer Klinik, ne, wo immer gleiche Temperatur herrschen muss. Wenn es dann extrem heiß ist, ist es wurscht, weil da werden ja alle Teile heiß, ne, ja, oder kalt. Das heißt, der funktioniert dann auch, wenn es heiß ist oder kalt ist. Unglaublich. Ja, und er hat natürlich auch 4 Turbolader, anders auf jeder Seite 2, werden immer von 4 Zylindern einer Seite beaufschlagt und sonst käme er natürlich überhaupt nie auf diese 1500 PS. Wahnsinn. Echt wahr. Ja. Haben Sie mal live gehört oder sind Sie mal mitgefahren im Bugatti? Ja, live kann man, im Internet kann man ja alle 16 Zylinder kann man hören. Auch den BRM, den es da gab. Ne? Da muss man mal schnell zuhören, weil die gingen auch immer kaputt, weil das so kompliziert war. Aber der Sound ist einfach fantastisch. Ja, faszinierend. Ja. Das stimmt.
Ja, machen wir noch einen Motor, oder? Ja. Haben wir noch einen? Sie haben glaube ich, den am meisten gebauten Motor, oder? Das ist auch so eine Faszination, die davon ausgeht. Das ist eine, jetzt werden wahrscheinlich die Hightech-Freaks aufstellen, sein, was ich Ihnen erzähle, aber... Das ist das Gegenteil von sehr genauer Bearbeitung, oder? Ist das Gegenteil und ist Intelligent Simplicity pur. Ja. Es handelt sich um den V8-Motor, den sogenannten Small Block von GM, der 1955 entwickelt wurde. Er hat nur eine Nockenwelle unten in dem V drinnen. Und dann gibt es lange Stoßstangen, die gehen dann nach oben in die Köpfe, Kipphebeln und die drücken dann auf die Ventile. Es ist ein Zweiventiler, kein Vierventiler. So, und dieser Motor ist so unglaublich intelligent einfach, dass der Grundmotor nicht mehr kostet als $800. Und es gab ein großes Jubiläum im Jahr 2011. Da wurde der 100 Millionste dieser Motoren gefeiert. Und auf heute hochgerechnet gibt es sicher 120 Millionen von diesem Motor. Ja. Und es kommen jeden Tag so 7.000, 8.000 Stück dazu. Das ist ja der Motor, der in allen Pickups drinnen ist, der in den großen Limousinen drinnen ist. Und das ist ein unglaublich stabiler Motor. Die Amerikaner sind ja gewöhnt, mit solchen Autos eigentlich nie zum Händler zu fahren, sondern nur zum Kaufen, nie zum Ölwechseln. Und dieser Motor ist so faszinierend, weil er halt für viele Leute das Beste ist, was man machen kann. Der läuft Sommer, Winter, Tag, Nacht, mit einem Anhänger hinten dran. Also der kann einfach alles. Und das war ursprünglich ein graues. Es ist übrigens, ich zeige noch einmal dieses. Ja, das, das ist dieser Motor. Ne? Ja. War am Anfang natürlich nur Vergaser, ganz einfache Auspuffkrümmer und so. Aber im Laufe der Zeit wurde auch der immer weiterentwickelt. Der hatte ursprünglich nur etwa 4,3 Liter Hubraum. Heute gibt es den bis 6 Liter Hubraum. Faszinierend ist der Motor, der jetzt in der neuen Corvette C8 drinnen ist. Auch immer noch dasselbe Konzept. Eine Nockenwelle, ganz schmale Zylinder. Der Motor ist unglaublich leicht, weil er halt nicht vier Nockenwellen im Kopf hat, weil der Kopf ganz schmal ist. Und er ist unglaublich sparsam. Es gibt Vergleichstests, zum Beispiel die Corvette gegen Porsche 911. Bei Automotor und Sport wird ja auch immer der Verbrauch da gemessen. Und da stellt sich heraus, dass diese Corvette oft weniger braucht als ein Porsche 911. Es hängt damit zusammen, dass eben so viel Hubraum da ist. Und deswegen kann man den ganz niedertourig fahren. Mhm. Und niedertourig ist immer gut für einen Verbrennungsmotor, weil da unten ist der Wirkungsgrad nicht so toll. Aber wenn man mit weniger Drehzahlen fahren kann und der andere mit mehr fahren muss, weil er eben noch kein gescheites Drehmoment hat, dann kommen diese tollen Verbräuche zustande. Mhm. Und der Motor wurde auch, ich habe auch viel an dem gearbeitet, als ich bei GM war. Und damals wurde schon die Direkteinspritzung eingeführt. Das geht gut bei dem Motor, weil da spritzt man so ein bisschen Richtung Zündkerze. Die ist inzwischen bei den, nicht beim Grundmotor, um $800, aber bei der Corvette zum Beispiel ist das jetzt auch schon ein Direkteinspritzer. Und der hat inzwischen natürlich auch in diesen Top-Versionen einen Alublock. Aber die Majorität fährt natürlich mit Graugussblöcken. Und der Motor ist trotzdem leicht. Und er hat inzwischen auch eines meiner Lieblingsthemen, Zylinderabschalter. Mhm. Es ist eine der Techniken, die sich in den letzten Jahren, sagen wir 10, 15 Jahre wirklich durchgesetzt hat. Und ich sagte einmal schon, man sollte immer in seinem Leben als Vorausentwickler an den Themen arbeiten und auch Geld ausgeben, die dann wirklich in Serie gehen. Mhm. Und bei GM war das wirklich das erste Auto, das mit Zylinderabschaltung in Serie ging, heute noch. Und das geht bei dem Motor ganz einfach, weil diese Elemente unten, wo dann die Stoßstangen oben rauskommen, das sind Hydroelemente. Und die kann man mit einem Querbolzen verriegeln oder auch nicht. Und okay. Wenn der Querbolzen rausfährt, dann macht der Nullhub.
Und damit kann ich Ventile ganz einfach totlegen. Und diese Zylinderabschaltung macht ja nur dann Sinn, wenn ich die Ventile zumache. Viele Leute glauben, Zylinderabschaltung ist, ich schalte den Sprit ab und die Zündung weg. Ja. Aber das bringt nicht viel, weil der Motor oder der Zylinder dann weiter pumpt. Und das ist mit Verlusten verbunden. Ja. Wenn ich die Ventile zumache und zuhalte, bei der Zylinderabschaltung, dann muss ich zwar gegen die geschlossenen Ventile komprimieren, kriege aber einen Großteil der Arbeit wieder zurück durch die Expansion. Durch die Expansion, okay. Ja. Okay. Und deswegen, also wenn ich das jetzt mit 4 Zylindern mache, bei einem V8-Motor, da geht es sehr gut, dann laufen die verbleibenden 4 Zylinder auf einem höheren, die müssen jetzt mehr Leistung abgeben, logischerweise. Mhm. Die laufen dann auf einem höheren Belastungsniveau und deswegen ist das Ganze dann sparsamer. Also das ist bei vielen Motoren, auch inzwischen in Deutschland, wir werden sicher auch noch den wunderbaren VW TSFI 1,5 Liter Motor besprechen müssen, der hat das auch. Und, okay. das ist so perfektioniert inzwischen, dass der Kunde gar nicht merkt, ob jetzt sein Vierzylinder, beim V8 merkt man sowieso nicht, ob jetzt sein Vierzylinder auf 2 läuft oder auf allen 4 Zylindern. Wird bei dem Smallblock eigentlich eine Bank abgeschaltet? Oder? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Man sind immer 2 Zylinder auf einer Bank. Ja, okay. Das ist deswegen so wichtig, weil jede Bank hat ja dann auch einen Katalysator. Ah, das beide heiß bleiben. Der Katalysator darf nicht auskühlen. Sonst wirkt er nicht mehr. So, wenn ich jetzt eine Bank abschalte und er läuft auf der anderen Bank, dann kühlt auf der anderen Seite das Abgassystem aus und ist nicht mehr so effektiv. Okay. Deswegen ist ganz wichtig, dass das immer 2 und 2 sind. Und das geht bei diesem V8-Motor so wunderbar einfach und das hat sich da ganz breit, auch bei Chrysler, beim Hemi-Block, die haben das ungefähr damals zur selben Zeit eingeführt, als wir bei GM. So, und das hat dieser Motor und das hat er auch in der neuesten Version. Und es schaut so aus, dass dieser Motor noch ein absolutes Highlight, obwohl er nicht Hightech ist. Mhm. Aber man muss die Leute, die es immer nur glauben, alles, was 5 Nockenwellen hat und 10 Ventile oder was ich was alles, ist ein Highlight. Nein, das ist für einen Motor, für einen Antriebsstrangentwickler ist dieser Motor ein Highlight, weil er so unglaublich oft, das wird sicher auch nicht eingeholt werden von anderen Motorkonzepten, das heißt ja auch OHV, Overhead Valve, das heißt ja, die Ventile sind natürlich oben, werden, wie gesagt, durch diese Stoßstangen betätigt. Aber das hat man inzwischen auch so im Griff, dass diese Motoren auch bis 7000 Umdrehungen. Früher haben wir immer gesagt, der kann nicht hoch drehen, weil da diese Stoßstangen und so. Das hat man inzwischen alles im Griff. Und der Höhepunkt bei dem neuesten für die Corvette ist eine Cam-in-Cam. Also der hat nur eine Nockenwelle. Ja. Ein großer Vorteil ist, wenn man 4 Ventiler hat, dann hat er immer 2 Nockenwellen. Mhm. Und jetzt kann man durch Hydraulik oder elektrisch, was auch immer, diese Nockenwellen ein bisschen verdrehen. Und das ist gut für die Verbrennung, die Sauberkeit der Verbrennung und fürs Abgas und auch für die Leistung. Und jetzt hat man sich überlegt, wie die Entwicklung ging damals schon los, als ich noch drüben war, wie kann man das machen, wenn man nur eine Nockenwelle hat? Und das ist tatsächlich gelungen. Es steckt praktisch in der Nockenwelle eine andere Nockenwelle drinnen. Und so kann man jetzt Ein- und Auslassventile gegeneinander, geht immer nur um ein paar Grad, kann man gegeneinander verdrehen. Und das hat auch dieser neueste Smallblock-Motor von GM. Und ich denke mir, der wird noch ein ganz, ganz langes Leben haben. Und ob die Amerikaner sich mit der Elektromobilität anfreunden können, ist ein ganz großes Fragezeichen. Joe Biden ist ein großer Fan davon, ne? Naja, ich glaube, er ist ein Autofan. Ich glaube, es ist eine Verbeugung vor der Regierung, indem er sagt, ich will, die Chefin hat ja angekündigt, ab 35 gibt es keine Verbrennermotoren mehr. Bei GM wird natürlich nie der Fall sein, aber sie sagt es wahrscheinlich von Joe Biden, der gesagt hat, er will die Ladestellen bauen, um das amerikanische Stromnetz, das eh so marode ist, vielleicht total zum... Es ist so viel Politik dahinter. Ja, und das ist, glaube ich, zu weitläufig. Also ich finde, Amerika aus unserer Sicht ist ja immer eigentlich nur
New York und Los Angeles, wenn man es mal sehr reduziert betrachtet. Das ist eigentlich die Ost- und die Westküste, aber das ganze Land dazwischen, was wirklich so weitläufig ist, wo eben diese V8-Motoren entstanden sind, das wäre ja auch so eine Frage, warum hat man damals keine V6-Motoren gemacht? Weil die Autos alles ziehen mussten und die Leistung erbringen mussten, ne? Und die Motoren einfach halten mussten. Also ob die da jetzt die Elektromobilität jetzt weit ausgerollt bekommen, das wage ich auch zu bezweifeln. Das ist undenkbar, das interessiert einen Amerikaner überhaupt nicht. Der will ein Auto haben, mit dem er Tag und Nacht fahren kann und einen Anhänger ziehen. Und der wird nicht auf ein Auto umsteigen, das jetzt plötzlich nur mehr halb so weit fährt. Und das im Winter wahrscheinlich nur mehr, was dann ein Viertel so weit fährt. Ich glaube jetzt gerade, ich habe es Ihnen auch geschickt, im Wall Street Journal einen wunderbaren Artikel zu dem Thema. Und der kommt auch zu dem Schluss, also das Elektroauto ist das letzte Produkt, was einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Also ist ja auch so, ne? Das leistet ja leider die Elektromobilität keinen Beitrag zum Klimaschutz. Nur bei den Politikern ist die glauben das immer, ich glaube, sie glauben es eh nicht mehr, aber sie haben es einmal gesagt. Ja. Dazu stehen sie immer noch. Aber auch in Amerika ist man so weit, dass man sagt, nee, so kann es eigentlich nicht sein. Und Diese Bigotterie von Elon Musk, der jetzt ja groß wohl in Bitcoins investiert hat. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, aber Bitcoins, das wissen viele nicht. Da muss ja so viel Energie aufgebracht werden, um die zu schürfen. Ja. Und jetzt gehen die, jetzt gibt es wohl riesen Serverfarmen im Iran. Weil im Iran gibt es wohl den billigsten Strom. Und der ist so billig, weil der so sauber produziert wird. Und jetzt werden da Bitcoins hergeschürft irgendwie so für, die verbrauchen so viel Strom, die ganzen Server, dass man davon 1,3 Millionen Haushalte auch betreiben könnte mit Strom. So, und das, da investiert jetzt Elon Musk. Also ich verstehe die ganze Welt, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht mehr. Ja, es ist alles ein verrückt, ne? Blödsinn hochzählt. Ne? Es kommt ja auch das Thema hinzu, wo, mit dem Strom. Europa schwammt ja angeblich so ein bisschen immer am totalen Stromzusammenbruch entlang. Ja. Und wenn dann alle, falls es da gibt, immerhin 8 Millionen Elektroautos auf der Welt, aber es werden auch prozentmäßig nicht sehr viel mehr werden, obwohl das immer noch die Leute glauben, dass das LKW sollen ja auch elektrisch fahren. Und wenn ich mir dann diese, wo war das gerade bei Brexit, ne, da standen ja tausende LKWs auf Parkplätzen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, die fahren alle elektrisch, es ist undenkbar. Ja, wenn ja die Ladeströme werden wohl partiell in Haushalten, in Privathaushalten nachts gedrosselt, weil die einfach zu viel Strom raussaugen. Ne? Ja, ja. Also das hat sogar der Söder, glaube ich, schon gesagt, da wird einfach dann der Strom abgeschaltet für die Elektroautos, weil der Stromnetz oder nicht das Ganze, es geht nicht um die Menge des Stromes, sondern um diese Frequenzen und da an einem Dings etwas zu riskieren, dass das ganze Stromnetz zusammenbricht, das ist ja auch fürchterlich, weil da geht ja nichts mehr, ne? Da geht keine Heizung, nichts mehr. Schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Wir haben es oft gesagt, es wird mehr und mehr zur Religion, habe ich das Gefühl. Ja. Aber also nichtsdestotrotz, ich denke ja, also wenn ich jetzt ein eigenes Haus hätte und da totgefördert werden würde und ich fahre jeden Tag immer nur zum Supermarkt oder zum Arzt um die Ecke, dann würde ich so ein Elektrosmart auch fahren. Aber wenn mir jetzt jemand erzählt, Mensch, die haben auch 800 Kilometer Reichweite, also nochmal, zu meinem Fahrprofil passt es nicht. Ne? Das ist einfach Quatsch. Ich habe so viele weite Strecken und habe so viele Termine auch irgendwo auf dem Land und ich kann nicht jedes Mal das Auto irgendwo abstellen und dann mit dem Taxi zu meinem Endtermin fahren. So, also das ist auch nicht. Sie sollten auch keinen Smart-Elektro fahren, weil es keinen Beitrag zum Klimaschutz gibt. Natürlich nicht. Natürlich. Das ist ein Irrweg, zu glauben, dass das Elektroauto sauber ist. Das stimmt einfach nicht. Ja, gut. Wir werden es nicht lösen können. Wir können uns nur an den Highlights festhalten und da freue ich mich auf die nächste Folge. Und da freue ich mich auf die nächsten Motoren, die wir durchgehen und vor allem auf die Rennmotoren. Ja. Die Rennmotoren müssen natürlich kommen. Und das habe ich mir auch vorgenommen. Wir müssen bei den Rennmotoren auch über die Formula Student sprechen. Ja. Sie wissen, was das ist, ja. Ja, das sind die Hochschulen Rennautos entwickeln. Ja. Ich war da eine Zeit lang Juror, das heißt, ich habe das mit beurteilt. Faszinierend. Was die jungen Ingenieure da heute an den Unis für Ideen haben und das dann im Wettbewerb, also bei diesen Rennen,
Ich weiß nicht, ob es dir heuer geben wird in der ganzen Corona-Krise. Formel E ist ja eh schon abgesagt, die ersten Rennen. Ne? Mhm. Aber da ist es ja nicht so schlimm, weil das sind in Städten und in den Städten kommen eh keine Zuschauer. Also es sind viele Fragezeichen, aber Formula Student ist ein sehr interessantes Thema und wir müssen zum Schluss sicher auch über die neuen Benzinmotoren reden, die jetzt gerade in China entstehen. Mhm. Geely und Mercedes macht da wohl auch ein bisschen mit, die ja hocheffizient sind und leider werden sie zurzeit nicht in Europa entwickelt, sondern in China. Die Europäer werden dann die Motoren wohl aus China kaufen, weil sie sich nicht trauen, eigene Verbrennungsmotoren. Aber vielleicht ändert sich das bald. Wenn das Thema synthetische Kraftstoffe noch aktueller wird. Es wird ja jetzt immer aktueller. Ja, da bin ich auch dran, da mal irgendwas drüber zu machen, einen Talk, weil das ist tatsächlich, da springen jetzt viele Hersteller drauf auf, auch wenn der Wirkungsgrad nicht so doll ist. Ne? Also momentan zumindest. Ne? Das kommt darauf an, wo man das hinstellt. Ne? Wo es gemacht wird, genau. Wenn man es in der Wüste schürft, sozusagen, dann scheint es sich zu lohnen. Ne? Es gibt einen wirklich sehr, sehr vernünftigen Grünen, ist der Herr Kretschmann. Da gibt es ja schon viele Aktionen, auch mit Porsche zusammen, der ganz klar auch das sagt, was wir immer diskutieren. Ne? Naja, ohne synthetischen Kraftstoffe kann man das Klima nicht verändern. Das Elektroauto kann es nicht, weil es von der Funktion her, und wenn man es global sieht und wir müssen Dinge global sehen, nachhaltig sehen, dann leistet das Elektroauto keinen Beitrag. Und das wird auch irgendwann die Politik in Deutschland, global sehen sie es eh schon ein, China, Amerika, die sind schon weg davon, China fährt die Förderungen zurück. So, und irgendwann einmal wird auch die europäischen Regierungen, die EU, einsehen müssen, dass man dieses viele Geld lieber in die Förderung von synthetischen Kraftstoffen steckt, weil dann tut man wirklich was Gutes für die Umwelt. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, wie lange wir das noch erleben, das Hin und Her. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich irgendwann vielleicht doch, wie Sie es sagen, der Kunde durchsetzt. Ne? Wenn die Förderungen aufhören, dann guckt er, was er kauft. Momentan ist immer mein Favorit ist nach wie vor der Kunde. Ja. Und der Kunde ist ja jetzt an der Nase herumgeführt durch die Förderungen. Ja, genau. Wenn diese Förderungen nicht wären, gäbe es zurzeit diesen Peak. Und wo alle jubeln, jetzt setze ich es durch, den gäbe es ja gar nicht, diesen Peak. Der Kunde sind ja eigentlich auch nicht Sie und ich, der Kunde sind Firmen, die ihre Fuhrparks aufrüsten. Ne? Und die gucken natürlich nach diesem Hybrid, wo solange ein H auf dem Kennzeichen ist oder ein E auf dem Kennzeichen, meine ich, da sagen die, oh toll, das muss ich nicht versteuern oder da fahre ich ewig steuerfrei. Und die Privatleute, die fahren dann auch irgendwie, müssen diese 1%-Regelung nicht in der Form abführen. Und in dem Moment lohnt sich natürlich ein Elektroauto. Ne? Und wenn dann so Firmen wie meine Frau, die könnte zum Beispiel ein Elektroauto jeden Tag gratis laden auf dem Firmenparkplatz. So, dann würde ich es vielleicht auch nehmen, ne? Wenn ich es umsonst fahre. Ja, aber wenn sich die Vision der Grünen da durchsetzt, alles muss elektrisch werden, dann haben wir das riesige Problem und Und dann kommen die Grünen vielleicht drauf, doch wieder Atomkraftwerke zu bauen. Ja, heute halten wir uns lieber raus. Das wird zu politisch dann. Ne? Darf man ja gar nicht sagen. Aber im Endeffekt, ich meine, von der Energie her wäre das natürlich jetzt am praktischsten. Man kann die schnell rauf und runter fahren. Man kann Mengen an Strom produzieren und so. Und Franzosen sind ganz super dran. Ne? Weil machen das wieder, ja. Die Atomkraftwerke machen kein CO2. Sie machen viel Wasserdampf übrigens. Durch die Kühltürme. Und angeblich ist dieser Wasserdampf auch nicht gut fürs Klima. Also es gibt so viele Aspekte, es ist im Prinzip wurscht, was man macht. Es wird immer irgendwie schlecht sein. Ne? Man muss einfach den besten Kompromiss machen und das sind nach wie vor die Verbrennungsmotoren, die überall funktionieren, und Tag und Nacht und Sommer und Winter und überhaupt. Und der Kunde ist nach wie vor. Ich glaube auch, dass wenn man wirklich diese Vision hat, alle müssen elektrisch fahren, dann nutzt er nichts an, die Firmen ranzugehen. Was in 90% der Elektroautokäufe sind ja heute Firmenautos, weil man noch mehr Bonus bekommt, noch mehr Förderung. Aber wenn man wirklich so viele will, dann muss man ja an den Privatkunden ran. Und wie ist dann, warum soll der Privatkunde etwas kaufen, wenn die Förderungen dann hoffentlich irgendwann wegfallen, was teurer ist und weniger kann, als das, was er in der Garage hat. Deswegen sehen wir auch diese große Kaufzurückhaltung.
Ja, und dieses Thema Elektroauto ist nach 4-5 Jahren eh nichts mehr wert, ist ja gerade ein großes Thema. Mhm. Die stehen angeblich bei den Händlern rum wie Blei. Ja, und weil die nichts mehr wert sind durch die Förderung. Ne? Die haben Wertverlust und die Neuwagen sind eigentlich billiger. Ja, klar. Und fahren auch, gibt es natürlich auch Fortschritt bei der Elektromobilität. Ja, die fahren natürlich auch weiter. Ja. Das Paradox, der ist ja, was ist die Mehrzahl von Paradox? Ist ja wurscht. Aber die Franzosen, die haben das natürlich auch schon erkannt und die bauen ja relativ viele Elektroautos. Die fördern jetzt den Verkauf gebrauchter Elektroautos von der Regierung mit 4.000 Euro. Unvorstellbar. Ja, was? Und vielleicht in Deutschland auch noch, dass man diese Elektroautos kann ja nicht verschwinden. Das geht ja nicht in der Meinung. Vielleicht. Aber sie werden natürlich verschwinden wie. Das ist ein anderes Thema. Sie werden geschreddert, im Hochofen verbrannt. Ja. Da ist ja auch noch großer Nachholbedarf. Da höre ich schon wieder die nächsten Kommentare. Aber vielleicht gibt es den nächsten findigen Entwickler, der aus alten Elektroautos auf Verbrenner umrüsten kann. Das ist das Problem gelöst. Ja, ja. Na gut. Herr Professor Indra, ich bedanke mich für das Gespräch, für die tollen Einblicke in die Highlights der Verbrennungstechnologie und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Okay. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.